tun. Einfach tun. Stell dich einfach mal selber vor, Raik, was machst du, wer bist du, was ist deine Vision und wohin willst du mit dem Ganzen? Oh, kurze Frage. Ja, Mitch, ja. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Toll, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Sehr, sehr schön. Ja, ich bin Raik Hane, 30 Jahre jung, verheiratet, habe einen Sohn, 14 Monate. Du hast gerade schon richtig gesagt, ich bin Profisportler und Unternehmensberater. Das heißt, als Profisportler fahre ich BMX Flatland, habe dort auch verschiedene große Erfolge gefeiert. Gehen wir wahrscheinlich nachher nochmal kurz drauf ein. Gerne. Auf der anderen Seite, als Unternehmensberater habe ich einen sehr visionären Gedanken. Das heißt, ich möchte mich eher davon trennen, dass man immer physisch mit den Leuten zusammenarbeitet, dass man immer Zeit gegen Geld tauscht bei den Mandanten, sondern dass es wirklich darum geht, dass man den Leuten die richtigen Werkzeuge an die Hand gibt, damit sie selber ins Handeln kommen können, selber Dinge umsetzen können. Und mein Wunsch ist einfach, so viele Unternehmer wie möglich damit zu erreichen, weil ich festgestellt habe, dass die Unternehmer schon alles wissen, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Aber manchmal fehlt halt einfach dieser Trainingsplan. Und da ist halt der Vorteil, dass ich aus dem Sport so dieses Trainingskonzept einfach gewöhnt bin und das sehr, sehr leicht anderen Leuten zugänglich machen kann und aus dem, was sie haben, sie letzten Endes auch zu ihrer persönlichen Weltmeisterschaft führen kann und manchmal auch sogar darüber hinaus. Genial. Hört sich extrem stark an. Spiegelt so vieles wider, was ich aus meiner Erfahrung auch aus der Marketingwelt mit den Unternehmen habe. Ich sitze ja, also meine Kunden sind nur Unternehmer und tendenziell, was ich mache, ist zu 50% ja Unternehmensberatung. Sie davon zu überzeugen, neue Wege zu gehen, beziehungsweise die Wege zu gehen, die sich jetzt auch statistisch gesehen und auch auf dem Markt halt durchgesetzt haben, wie zum Beispiel soziale Netzwerke einzubinden, in die Unternehmensstruktur mit einzubinden, vielleicht die Personalstruktur noch ein bisschen weiter aufzubauen. Da würde ich doch gerne später noch weiter drauf eingehen, aber 30 Jahre alt bin ich auch, lustigerweise. Ich habe eine 28 Monate alte Tochter, aber verheiratet bin ich nicht. Komm noch. Extremsport, Profisport heißt du. Also für meines Erachtens Definition von Profisport ist, man verdient damit sein Geld. Ja und nein. Früher habe ich das. Jetzt ist die Definition eher daran gekoppelt, ob man noch an professionellen Wettkämpfen teilnimmt und vor allem auch in der Profiliga. Und das mache ich. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel noch den dritten Platz in der deutschen Meisterschaft im BMX Flatland geholt. Wow. Insgesamt deutscher Meister geworden, Europameister geworden, dritten bei der WM geholt. Mhm. Also habe da schon einige Kerben im Holz und nutze das halt auch dieses Jahr aufgrund meiner Elternauszeit von 9 Wochen Portugal. Ein bisschen weniger aktiv im Wettkampf. 9 Wochen Portugal, darüber reden wir gleich nochmal. ich liebe das nach wie vor, diese Herausforderung zu haben und es hat auch einfach so dieser persönliche Ansporn, den man hat. Mein Ziel ist mal, in allen Lebensbereichen gut oder sehr gut zu performen und da ist Sport für mich einfach essentiell. Ja, also kann ich unterstützen. Viele Leute, die uns auch verfolgen oder auch die in der Marketingwelt intern sind. Wir sind ja noch ein junges Startup, ne? Aber im Endeffekt ist es auch so, dass wir bei uns, dass es einhergeht, die Persönlichkeitsentwicklung auf allen Ebenen. Also dass man halt den Skill karrieretechnisch, den Skill für sein mentales Dasein, für sein mentales Wohlbefinden, aber auch das Gesundheitliche und das Mindset gehören alles zusammen. Also es gibt nicht nur Erfolg in einem, also Erfolg definiert sich meines Erachtens gesamtheitlich. Also es gibt da keine Abweichung von der Definition. Ja, interessant. Also weil das ja also aus dem Profisport kommt, hat man natürlich schon einen Ehrgeiz, man hat schon einen Biss, kann ich mir vorstellen. Ich bin auch sehr aktiv im Sport gewesen, nie Profi. Also ich habe alles Mögliche gemacht, von Boxen, Football. Ich bin Hamburger Meister mal im Bankdrücken gewesen, aber das ist ja super. Für mich interessant und vielleicht für die Zuschauer auch hier, für die Unternehmer und zukünftigen Unternehmer, die zuschauen. Wie bist du zu dieser Vision gekommen? Also wie bist du darauf gekommen, dass du sagst, okay, was war das entscheidende Moment, wo du gesagt hast, okay, ich will das jetzt machen. Ich will jetzt vom BMX zum Unternehmercoach und ich sehe, dass ich ein Problem löse. Also ich will es gar nicht weiter vorwegnehmen. Wie bist du dazu gekommen? Man kann jetzt gucken, wo war der erste Punkt. Tatsächlich würde ich sagen, war es mit 16. Meine Oma hat meine Sportkarriere schon immer verfolgt. Also früher habe ich Leichtathletik gemacht, da habe ich mit 12 durch die schwere Krankheit, hat es mich aus dem Bundeskader rausgekegelt. Da habe ich mit Breakdance angefangen, von Alter auf nächsten, habe da Vollgas gegeben und dann mit 17 erst zum BMX-Fahren gekommen, nach 2 Jahren Profi geworden. Und also sportlich immer sehr, sehr aktiv gewesen und mit 16 hat mich meine Oma dann gefragt und meinte, Mensch, Raik, du kannst nicht immer nur Sport machen, wie man mit 16 halt ist, voll der Politik, natürlich, ich werde immer nur Sport machen können. Dann meinte sie, nein, wirst du nicht. So, dann habe ich natürlich irgendwie doch so einen Lichtmoment gehabt und dann, ja, aber was soll ich denn machen? Habe gleich nach einer Lösung gefragt und meinte sie, dann geh doch mal in die Buchhandlung, kauf dir ein Buch, was dich wirklich interessiert
Und wenn du da Bock drauf hast, dann zieh das durch, dann probier das einfach aus. So. Ich lese bis heute nicht gerne, deswegen mache ich Podcasts. Ich bin halt eher so der auditive Typ. Bin dann losgegangen, habe mir ein Buch genommen, das war im Angebot. Habe ich gedacht, muss der schlau sein, willst du nicht ewig viel Geld für deine Zukunft ausgeben. Und dann hatte ich Beraten und Verkauf von Thomas Live in der Hand. Eigentlich nur wegen dem Cover, also gut, guter Mensch, der das Cover designt hat. Und da geht es eigentlich um die Schattenseiten der Unternehmensberatung. Das heißt, wie schlimm das ist mit den Big Five, McKinsey, Boss Consulting, wie sie alle heißen. Habe ich gedacht, aber das, was so zwischen den Zeilen steht, ist, dass irgendjemand eine Methode hat, die anderen Leuten beibringt, dass die Leute Mehrwert daraus haben. Und da habe ich gesagt, wie ist das cool, da habe ich Bock drauf. So, und da habe ich mit 16 beschlossen, ey, du bist Unternehmensberater. Und das habe ich auch eiskalt durchgezogen, habe dann gesagt, okay, neben Sport, zweites Standbein, habe ich verstanden, machen die meisten Sportler, ziehst du das durch. Habe Steuerfachangestellter gelernt, habe dual BWL studiert, habe bei einer Unternehmensberatung für Zahnärzte gearbeitet, habe alle großen, alle kleinen, alle mittleren Unternehmensberater zumindest über ein Praktika kennengelernt. Und dann mich mit, da war ich 21, habe ich mich selbstständig gemacht, nachdem ich auch die Erfahrung bei den Zahnärzten gesammelt habe und gesagt, so, jetzt ziehst du das selber durch. Zum Anfang war das hauptsächlich Vertriebsthemen, Business Development, Verkaufsansätze, neue Möglichkeiten den Leuten dort aufzuzeigen und da auch Ehrgeiz, Disziplin. Für mich war das immer einfach zu sagen, okay, du hast jetzt 100 Kontakte, die rufst du an und ballerst das Ding durch. Und bis der Letzte Nein gesagt hat, bis dahin hast du sehr, sehr viel Geld verdient, aber der Letzte muss Nein gesagt haben. So, und dann musst du sagen, okay, die Liste ist durch, dann kommen die nächsten 100. Oder ja. Wie gesagt, bis dahin hast du sehr viel Geld verdient, bis der Letzte Nein gesagt hat. Okay, verstehe. Und das war so der Punkt. Und irgendwann habe ich einfach festgestellt, dass ich eine besondere Arbeitsmethode habe. Das heißt, ich habe den Leuten nicht irgendwie nur Verkaufen beigebracht, ich habe den Leuten irgendwie beigebracht, wie man es schafft, mit wenig Aufwand viel Gewinn zu machen. Und habe immer so die Lücken gesucht, wo es große Hebel gibt. Und das hat sich auch auf andere Bereiche des Lebens übertragen. Also wie es zum Beispiel mit dem Thema Gesundheit ist. Ich habe mich immer selber manipuliert. Ein Kunde hat neulich gesagt, du bist der größte Selbstoptimierer, den ich kenne. Also ich habe jetzt vor kurzem auch eine Folge rausgebracht, dass es wichtig ist, auch so bei sich privat auszumisten. So, ich bin mittlerweile extremer Purist, habe auch kein Auto mehr, weil man es einfach nicht braucht. Und zumindest in Hamburg nicht, Lüneburg vielleicht. Und das sind so alles Sachen, wo man Lüneburg wohnt. Das sind so alles Sachen, die sich so zusammenschieben. Und deswegen, mein Thema ist halt wirklich, Unternehmer alle Werkzeuge in der Hand zu geben, dass er selber sein volles Potenzial wirklich auch ausschöpfen kann, das sowohl im beruflichen als auch auf privater Ebene. Und da gehört Gesundheit dazu, da gehört das Familienleben dazu. Da sind so viele Dinge wichtig und meine Erfahrung hat einfach gezeigt, dass die Generation unserer Eltern, das sind so meine typischen Kunden, weil die sind ein anderes Arbeitsmodell gewöhnt, für die war es wichtig, viel zu arbeiten, aber nicht unbedingt smart zu arbeiten. Die kennen viele Werkzeuge nicht, auch viele Sachen, die manchmal einfach nur im Kopf passieren, sind denen einfach verborgen. Und da helfe ich den Unternehmern, das auch entsprechend aufzubrechen, aufzuweichen, damit neuen Methoden einfach viel effizienter zu sein. Ja, also erstmal sehr interessant, dass es von deiner Oma ausgekommen ist, der Impuls. So, das ist ja auch nicht die Regel. Ich meine, aber was ist beim Unternehmertum schon die Regel? aber super interessant, und dass du dann mit 16 dann wirklich die Entscheidung getroffen hast. Ich meine, wir haben Jessica hier sitzen, sie hat uns beide ja zusammengebracht. Meine Azubine soll ja meine rechte Hand werden, sie ist auf einem guten Weg. Vielen Dank dafür. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Und sie ist ja auch so extrem zielstrebig und das ist so etwas, was man halt selten sieht. Also ich meine, mit 16, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich nicht auf der Höhe. Ich hatte zwar schon immer, war immer ambitioniert und das, was ich gemacht habe, habe ich hundertprozentig gemacht. Ich wusste aber nicht, wo mein Fahrplan ist. Ich habe auch nie gelesen früher. Das hat sich jetzt bei mir geändert in den letzten Jahren. Gerade in den letzten, sag ich mal, eineinhalb Jahren habe ich circa 40, 50 Bücher gelesen. Also nicht nur gelesen, sondern wirklich durchgearbeitet, Notizen gemacht, jetzt habe ich die Bücher im Regal und habe solche Notizblöcke, wo ich dann halt Inhaltsangabe und da sind halt 15 Zusammenfassungen von einem Buch und jetzt kann ich die immer schnell durchblättern. Das habe ich für mich getan, jeder hat so seinen eigenen Weg, du bist eher der audiovisuelle Typ und man muss für sich halt definieren, wie man halt weiterkommt. Das ist bei jedem halt auch individuell. Interessanterweise, was du aber sagst, ist, dass du das mit dem Ausmisten, dass du bei dir puristisch unterwegs bist. Das gleiche habe ich auch. Sie hat mich heute gefragt, mit welchem Auto wir herfahren. Ich habe von meinem Geschäftspartner Steven. Und was mit deinem? Ich habe kein Auto. Ich habe kein Auto. Also ich gehe zur Firma, ich gehe durch den Park zur Firma und nehme mir noch diese 15 Minuten Zeit, einfach entspannt nochmal anzukommen vorher. Und habe ganz viel Selbstoptimierung auch betrieben in den letzten Jahren. Aber vor allem in den letzten 10, 11 Monaten einen großen Wandel durchlebt, weil durch die Lektüre, durch die Selbstreflexion, dass ich gelernt habe, ich müsste mein größter Kritiker, aber auch mein größter Freund sein. Also man muss sich auch loben für das, was man gut tut, weil manchmal man vergisst, wie wichtig das auch für den Geist ist, dass man positiv auch über sich selber denkt. Viele Leute kritisieren sich halt nur und vergessen aber langfristig, was habe ich eigentlich schon alles aufgebaut? Marketingwerft hat jetzt 14 Angestellte.
also mit Mitstreiter, nennen wir sie ja bei uns. ja, und das da kann ich nur da schreiben und ich habe jetzt, also für mich selber, es geht die Marketingwerft, oder die Marketingwerft geht ja einen anderen Weg, dass wir sagen, wir probieren in die Unternehmensstruktur der bestehenden Unternehmen reinzugehen und uns anzugucken, wie wir das auf Social Media münzen. Wo sind die Stories, wo sind die Geschichten, die das Unternehmen erzählen kann? Wie transportieren wir Mehrwerte für deren Kunden? Und auf diesem Weg muss ich auch so ein bisschen Pioniersarbeit leisten, meistens, weil wie du schon richtig gesagt hast, unsere beiden Kunden oder unsere Kundenzielgruppe ist homogen auf eine Art und Weise, weil sie halt wirklich die Generation unserer Eltern ist. Oft, sehr oft. Und da muss man auch den Leuten einfach mal, muss man die bei der Hand nehmen. Und bei mir ist es halt so, dass sie mich als Marketing-Experten sehen und ich nicht seit 9 Jahren schon als Unternehmensberater arbeite. Ist natürlich eine Schwierigkeit, dass sie mich dann, meine Kompetenzen sofort akzeptieren. Bei dir kann ich mir vorstellen, mit deinem Auftreten, mit den Jahren und Erfahrungen, die du schon geleistet hast, mit der Expertise, die du dir aufgebaut hast, dass es da natürlich ein bisschen anders abläuft, wenn du dich mit einem Unternehmer unterhältst, der sagt, okay, gut, der speakt schon manchmal vor 300 Leuten und der hat auch schon dieses und jenes Unternehmen zusammengebracht und abgegradet. Super interessant, da können wir uns nochmal nach dem Talk nochmal unterhalten. Sehr gerne. Kommen wir zum eigentlichen Unternehmen, denn hier liegt so eine schöne Visitenkarte. Codo. Wofür steht das? Coeptum und Docere, nehmen und beraten. Und Latein also dann. Ja, tatsächlich. Als wir das Unternehmen damals gegründet haben, war jetzt so ein bisschen die Frage, was machen wir, wollen wir was Cooles machen? Haben uns halt irgendwie so einen Startup-flashigen Namen rausgesucht, haben das so als Marke aufzubauen, das hat nicht so gut funktioniert, weil es dann doch zu fancy war. Und darüber entwickeln wir das ganze Thema Online-Kurse, Coaching und sowas. Okay. Das ist dein Business. Also, ja, genau. Mein Fokus ist halt tatsächlich, wenn ich den Unternehmern helfe in verschiedensten Etappen, also oft, wie gesagt, halt über den Podcast zum Beispiel, was ja, wie gesagt, ist auch über 10.000 Unternehmer erreicht, das ist für Leute for free. Dann entsprechend über meine Online-Kurse, wo die Leute halt alles wirklich 1:1 so an die Hand bekommen, dass sie es selber lösen können. Und dann halt die Leute sagen, okay, ich bin halt wirklich hungrig, ich will den maximalen Input haben. Da habe ich dann ein halbjährliches Coaching an, wo ich die Leute wirklich komplett an die Hand nehme, mich auf deren einzelne Situation einstelle. Und das läuft letzten Endes genau darüber. Aber wir hatten vor, ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres war es, den Switch von der Marke auf das Unternehmen, auf die Personenmarke, weil das eigentlich immer doch besser funktioniert, wenn man die Person in den Fokus stellt. Das stellen wir jetzt auch fest. Das ist das, was ich fast allen Unternehmern sage, dass wenn sie in einem kleinen bis mittelständischen Unternehmen arbeiten, wo jetzt die Unternehmenskultur, also man sieht das auch bei großen Unternehmen, also man sieht das immer wieder, aber wenn der Unternehmer eigentlich das Unternehmen ist und das ist oft so durch die Leidenschaft, durch die Passion, durch die Art und Weise der Führung, wenn das Unternehmen irgendwo schon gesund ist, aber die Kommunikation nach außen hin fehlt, dass deren Interessentenkreis, Zielgruppen das überhaupt nicht mitkriegen, dann ist es super simpel, das ist so schön, super simpel, das darzustellen. Man muss aber die Bereitschaft haben, auch vor die Kamera zu treten, sich zu fotografieren und in seinem täglichen Geschäft auch ablichten zu lassen. Und diese Personal Brand merken wir jetzt auch. Wir haben zuerst Marketingwerft sozusagen als Marketingwerft gemacht, also fokussiert die Marke selber. Nur im Endeffekt ist es ja, dass ich oder meine Geschäftspartner sich mit den Unternehmen meistens unterhalten. Und jetzt im Primärfeld bin ich jetzt in den Unternehmer-Talks. Die Aufgabe ist mir in den Schoß so gefallen, weil ich einfach angefangen habe. Und dann ist es halt auch so, dass die Leute eine Beziehung eher zu einer Person aufbauen als zu einem Label oder einer Marke. Also bei nichts gegen Codo und nichts gegen Marketingwerft. Marketingwerft ist nichts ohne uns und Codo ist nichts ohne euch. Also ein Unternehmen basiert ja eigentlich nur darauf, wer in diesem Unternehmen ist und was für eine Philosophie da gelebt wird. Absolut. Und so kann man leicht halt einen Mehrwert für die Kunden schaffen, dass sie sehen, okay, die sind authentisch, die sind echt, die leben das, was sie tun und denen kann ich vertrauen. Und diese Vertrauensbasis ist ja das, was man über Social Media jetzt so relativ leicht aufbauen kann. Diese Anzeigenwerbung glaubt ja keiner mehr. Also so, die Leute haben Angst davor. Das ist ja Katastrophe. Nächste Frage, lieber Raik. Hattest du manchmal das Gefühl, etwas zu verpassen? Und wenn ja, wie bist du dem Druck entgegengegangen? Wenn nicht, dann sagst du, nö, gar kein Problem. Bei also, Unternehmertum können wir ja beide sagen, das ist ja nicht etwas, was du so 40 Stunden die Woche machst. Das ist ja, du bist ja mental eigentlich
Die Lampe ist immer an. Ja. Ein Polizist ist auch in meinem Dienst, habe ich mir sagen lassen. Und bei Unternehmern ist das, glaube ich, ähnlich. Man legt das nicht ab. Ich glaube, es ist halt wichtig. Ich bin nicht der Mensch, der Dinge bereut. Ich treffe immer harte Entscheidungen. Also die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin halt nicht so der Grautyp. Ich bin immer sehr schwarz oder sehr weiß. Das hat sein Für und Wider. Ich bin damit, wie gesagt, persönlich sehr gut gefahren. Gibt es Dinge, die ich verpasst habe? Also wenn ich jetzt vergleiche, sind simple Dinge. In meiner Sportkarriere war es häufig so, dass man natürlich sich die Frage stellen muss, fährst du jetzt zu dem Wettkampf hin oder nimmst du eine Familienfeierlichkeit mit? Für mich gab es eigentlich nie die Debatte. Also ich bin immer zum Wettkampf gefahren, ausschließlich. Ich habe viele Geburtstage, Hochzeiten und solche Sachen verpasst. Das ist ein Commitment, das man halt eingeht. Das hat natürlich auch einen gewissen sozialen Effekt. Klar rufen dich dann einige Leute zu deinem Geburtstag an. Und du musst aber wissen, was für dich mehr wert ist. Am Ende des Tages war ich mit meinen Entscheidungen aber immer glücklich und habe sie auch aus vollem Bewusstsein getroffen, genauso im Unternehmertum. Richtig. Jetzt habe ich die Freiheit zu sagen, ich weiß, wann ich was mache. Mir ist der Sport nicht mehr so wichtig wie früher. Die Priorität hat sich verschoben. Auch das Unternehmertum. Früher habe ich mir gedacht, du brauchst einen Riesenladen, 100 Angestellte, das ist ganz wichtig. Nein, brauchst du nicht. Im Gegenteil, keine Angestellten zu haben und wenig Overhead, dafür eine große Gewinnspanne mit wenig Zeitaufwand, das ist eigentlich die Intelligenz, weil du dann die Zeit hast für alle anderen Bereiche. Also als Vater kennst du das auch, wie wichtig und schön diese Zeit ist, einfach die Zeit mit seinem Kind und seiner Familie zu verbringen. Und gestern zum Beispiel hatten wir Hochzeitstag, das heißt, erst dann meine Glückwunsch. Vielen Dank. Meine Frau und ich haben den Vormittag bis zum Mittag verbracht. Dann, aber erster Hochzeitstag? Nein, der zweite tatsächlich. Okay. Aber wir sind schon seit 12 Jahren zusammen, also wow. Sehr stetig, mit 30, also wie wichtig ist dieser Halt einer Frau? Also ohne Witz, ich merke das jetzt gerade, ich bin ganz so wieder frisch vergeben und stark verliebt und ich merke, da jemand im Rücken zu haben, der dich auch wirklich supportet und versteht, ist, glaube ich, für einen Unternehmer super essentiell. Ich kenne, wenn ich mir Gary Vaynerchuk, Steph Bezos und alle Leute angucke, die überhaupt wirklich sind, da ist eigentlich immer noch eine starke Frau im Rücken. Wie beurteilst du das? Die Frage habe ich mir nicht aufgeschrieben, einfach mal jetzt als Kopf rausgehauen. Es ist für jeden Menschen notwendig. Also Unternehmer sind ja keine besseren Menschen. Sie haben eine andere Risikoaversion als der Durchschnitt. Jeder Mensch braucht einen Partner. Ob das Männchen Männchen und Weibchen ist völlig egal. Es geht einfach darum, dass man jemanden hat, mit dem man connectet und der einen vor allem ergänzt. Meine Frau ist in vielen Sachen das komplette Gegenteil von mir, aber in vielen Sachen sind wir auch sehr identisch und diese Mischung sorgt auch natürlich dafür, dass wir uns gegenseitig weiterentwickeln. Sie hat mich in vielen Sachen, hat sie mich in neue Bahnen gebracht, andersrum genauso, und die ist gemeinsam gewachsen, das ist essentiell. Deswegen sage ich ja, diese Verbindung aus dem Privaten, dem Beruflichen, das ist notwendig, und meiner Erfahrung nach, die meisten erfolgreichen Unternehmer, die ich kennengelernt habe, haben diesen Spagat geschafft. Aber längst nicht alle. Viele haben ihr erfolgreiches Unternehmen auf dem Rücken ihrer Familie aufgebaut oder auf dem Rücken ihrer Gesundheit und müssen das sehr, sehr teuer bezahlen. Und das ist aus meiner Sicht nicht notwendig. Man kann sich die Zeit für die Familie nehmen, man muss die Ehe nicht zertrümmern, man muss nicht dafür sorgen, dass die Kinder einen nicht mehr angucken, und man muss auch nicht übergewichtig sein, Probleme haben, Kreislaufbeschwerden, so, das ist alles nicht mehr notwendig. Da gibt es einfache Mittel und Wege, und das ist, wie gesagt, das Thema. Das ist natürlich manchmal auch schwierig, also stimme ich dir voll und ganz zu, also in allen Belangen dazu. Wie gesagt, bei mir ist es so, vor 10, 11 Monaten ist so der Cut gekommen, wo ich gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich habe nur noch gearbeitet, Pizza auf die Firma bestellt. Also ich bin ja noch immer ein bisschen zu viel, bin ja gerade dabei. Aber insgesamt habe ich dann jetzt schon einiges abgenommen, bin jetzt fitter, gehe jetzt laufen. Du hast gleich einen Witz gleich am Anfang gemacht, bestimmt nur zum Auto. Nein, ich hab 2 Kilometer heute Morgen gejoggt. Das ist okay für den Start. Und ich merke das halt, je mehr man diese Balance findet, und die Balance muss jeder für sich selber definieren. Also ich glaube, das ist so, ich habe damit gar kein Problem, 12 Stunden am Tag an der Marketingwerft zu arbeiten, wenn ich noch immer schaffe, es zum Sport zu gehen und mich mit meiner Freundin zu treffen oder meine Tochter zu sehen. Also so, das muss irgendwie in der Balance sein für einen selber. Und ich merke halt, je mehr ich ausgeglichener bin, das ist, wie du das gesagt hast, eigentlich wirklich erfolgreiche Unternehmer einfach das gesamte Paket hinkriegen und dadurch halt der Erfolg einfach noch maximiert wird in jedem Bereich. Familie läuft besser, Erziehung läuft besser, Unternehmen läuft besser, Selbstverwirklichung läuft besser, und im Endeffekt ist man einfach nur glücklich. Und das strahlt man dann aus, das zieht wieder andere Leute an, und das sind Synergieeffekte, die ich jedem Unternehmer wünsche. Aber es bedarf
eventuell eines Reichs, der einem da hilft, dahin zu kommen? Oder? Mal ja, mal nein. Also manche schaffen es auch durch harten Schmerz, das selber herauszufinden. Hier will man nicht eben wünschen. Schwierigkeit ist halt einfach, da selber auch auszubrechen und manchmal halt auch Dinge zu erkennen, wo es auch einfach schneller geht. Also so wie ihr Expertisen habt, die ihr Unternehmern weitergebt, das ist einfach nur, man kann das auch alles selber lernen. Also das Wissen ist überall und zugänglich. Ja, das besteht darin, dass man sich kuratierte Inhalte geben lässt. Und das ist aus meiner Sicht halt der Job dabei. Und das hört sich sehr trivial an, aber die Routinen eines Menschen zu verändern, das ist unglaublich schwierig. Und da habe ich halt ein besonderes Händchen für, Menschen ganz, ganz einfach in diesen 15 Minuten Routinen an die Hand zu geben, die sie eine Woche lang umsetzen und dann auch dauerhaft behalten. Und das ist das Spannende an dem Podcast. Und deswegen wächst der wahrscheinlich auch so gut, weil dieses Unternehmerwissen in 15 Minuten alle Bereiche tangiert. Also ich habe Ernährungsthemen, ich habe Workout-Sachen dabei, ich habe aber Vertriebsthemen, Mitarbeiterthemen, alles dabei. Erzähle selbst Sachen, mache das entsprechend durch die Gäste publik. Und am Ende des Tages geht es halt einfach nur darum, dass man für sich selbst als Unternehmer erkennt, wo will ich wirklich hin? Also ich gehe mal mit den Leuten so rein, wo ist mein perfekter Unternehmertag? Das heißt, ein Arbeitstag, wenn der jeder Tag so wäre, dann ist okay, dann kannst du bis zum Ende durchlaufen. Und das plant man halt vom Ende her. So, und jeder Sportler sagt, wenn es Olympia bei ihm gibt, will er Olympiasieger werden, wenn es Weltmeisterschaft gibt, dann will er das werden. Und keiner würde sagen, ja, ich probiere mal. Aber fast jeder Unternehmer macht das. Und auch die breite Masse an Menschen, die Angestellte sind, machen das noch mehr. Denen fehlt aber oft der Schwung und oft auch der Druck. Ein Unternehmer hat diesen Druck, deswegen arbeite ich lieber mit Unternehmern zusammen. Das ist super witzig, dass du das ansprichst. Ich habe das für mich selber auch definiert. Also ganz klare, habe ich bei mir auf dem Whiteboard stehen, das ist das Whiteboard im Flur, bei mir zu Hause. Whiteboard stehen mit Aversion bzw. Selbstprogrammierung, halt Ziele, die ich definiert habe, in den nächsten 5 Jahren zu erreichen. Und das halt auch Speaker, Mentor zu sein für alle Menschen in meiner Umgebung und über Social Media. Die KPIs habe ich dafür definiert, also die Indikatoren, die mir sagen, ich bin auf dem richtigen Weg. Das wären zum Beispiel 50.000 Follower auf allen Social Media Plattformen. Also, wer ist das kumuliert, also zusammenaddiert. Und Sachen wie zum Beispiel der beste Papa und das wirklich so alle Dinge, die weil wir über den Erfolg gesprochen haben, wie wir beide Erfolg definieren, wirklich in allen Sparten, wo es für mich wichtig ist, erfolgreich zu sein. Und die Essenz also des Erfolges ist, wenn man wirklich in privat auch erfolgreich ist, ist einfach Glück. Und das in Kombination spiegelt sich auch da bei mir wieder. Und da sind zum Beispiel auch so verschiedene Punkte, wo ich mit der Marketingwerft hin will, wo ich als Unternehmer hin will. Das habe ich schon seit geraumer Zeit für mich gemacht. Und dann dachte ich mir so, okay, ich jetzt als Geschäftsführer bzw. Unternehmer jetzt bei der Marketingwerft, wie kriege ich jetzt diesen Drive bei mir bei den Angestellten oder Mitstreitern? Und da habe ich jetzt vor kurzem erst damit angefangen, also wirklich letzte Woche Montag gab es den Pitch, dass ich mit denen zusammen Schritt für Schritt deren Ziele und deren Wege definieren und gucken, wie weit sie mit der Marketingwerft zusammengehen diesen Weg, dass wir da eine Lösung finden. Und da gab es jetzt 2 Gespräche schon gestern und es ist unglaublich krass, was dabei rumgekommen ist, weil diese beiden Personen haben sich noch gar keine Gedanken gemacht, wo sie in 5 Jahren sein. Also so gar nicht. Also so, es war klar, dass sie erstmal bei uns mitarbeiten und mitgezogen werden, so auch von diesem Spirit, den man bei uns in der Agentur hat. Aber für sich selber haben sie keine Ziele definiert. Und jetzt haben die erstmal diesen kleinen Schockmoment gehabt. Dann haben wir uns zusammengesetzt, überlegt, okay, dann definiere mal, so wie du das jetzt gesagt, ein finales Ziel, wie du dich selber siehst, wie du dich charakterlich siehst, was deine Stärken sind, wenn du in 5 Jahren bist, was du, wo du dich beruflich siehst, was du in deinem Familienumfeld siehst. Also wirklich alle Definitionen, die dich als Menschen ausmachen sollten. Einmal kurz definieren und dann zusammen mit mir beim nächsten Meeting wollen wir dann, also weil ich mit jedem Einzelnen die mache, die KPIs definieren. Also ich mache Mitarbeiterberatung, nicht Unternehmensberatung, ich mache Mitarbeiterberatung. Weil die Marketingwerft funktioniert halt nur mit unseren Armen und unsere Arme sind halt jeder einzelne Mitarbeiter bei uns. Absolut. Super interessant. Scheint ich ja was bei dir aufgerissen zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier noch eine sehr, sehr interessante Frage, die ich noch keinem gestellt habe, die ist jungfräulich sozusagen. Und zwar, welche 3 Fähigkeiten, unabhängig davon, ob du sie jetzt schon hast, hättest du dir schon beim Start gewünscht? Skillsets, Fähigkeiten, Einstellungen, Perspektiven. Was denkst du war so... Beim unternehmerischen Start? Ja, beim unternehmerischen Start, ja. Okay, also mein erstes Unternehmen, was ich gegründet habe, das war ja mit 19, eine Extremsportagentur, wo wir uns letztendlich selbst vermarktet haben.
Ich glaube tatsächlich, dass das Entscheidende ist, das, was ich auch nach wie vor weiterentwickle, Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen. Das sind diese drei Dinge. Weil über diese Dinge zu sprechen, das anderen Leuten weiterzugeben, das kommt ja nur daher, dass ich selber dort Unzulänglichkeiten habe. Ich habe diese erkannt, habe Mittel, Wege, Methoden gefunden, wie ich diese auslösen kann, wie ich mich darin verbessern kann und die dann aber auch gleichzeitig meine Stärken umwandle. Und das ist, glaube ich, die Essenz, die man immer für sich selber festlegen sollte. Jeder, der über etwas redet, macht das ja immer nur aus dem Grund, weil er selber dort einen gewissen Defizit hatte und aus dieser Erfahrung heraus gelernt hat. Hätte ich das früher gewusst oder hätte ich mir mehr Zeit dafür genommen zu wissen, wo meine Defizite sind, wo aber auch meine Stärken liegen und wie eng diese beiden Dinge zusammenliegen und das mehr nutzbar zu machen, wäre es mir, glaube ich, einfacher gefallen, wäre der Weg dadurch schneller gewesen. Es gehört auch manchmal einfach ein bisschen Glück dazu, muss man auch ganz klar sagen. Aber am Ende des Tages sind das die Dinge, wo ich einfach für mich festgestellt habe, Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen, wenn man da stetig dran arbeitet und sich immer wieder challenged und sich immer wieder selber in den Hintern tritt, das sind kleine Dinge. Also ich weiß nicht, ob du schon mal Eisbaden warst. So, noch nicht. Siehst du, warum nicht? So, das ist eine Challenge. Tony Robbins predigt ja immer, jeden Morgen eiskalt zu duschen. Ja, warum machst du es nicht? Also es sind so kleine Dinge. Ja, aber das ist genau der Punkt. Man kann immer, es gibt immer etwas, was dagegen spricht. Aber warum tust du es nicht einfach? So, und das ist das, wo... Vielleicht, weil ich den Mehrwert noch nicht sehe. Ja, aber du kannst ihn auch nicht sehen, weil du nicht bereit warst, die Erfahrung zu machen. Ich weiß, also ich kenne das ja selber aus den Sachen, die ich anderen Leuten erzähle, so, wo ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es dir mental deine Perspektive oder irgendwas bei dir ändert. Aber manchmal sind die Menschen einfach solche Gewohnheitsziele und brechen halt nicht aus diesem Denkmuster aus. Ich verspreche dir, morgen früh dusche ich kalt. Ja, und ich berichte. Sehr gut. Hoffentlich erst danach, nicht während des Duschen. aber genau dieses permanente Brechen und das ist halt etwas Schmerz. Also es ist wirklich Schmerz, Schmerz, Schmerz. Das kennt man vom Sport. Also ich habe teilweise viele, viele Jahre gebraucht, um neue Tricks und neue Fähigkeiten zu lernen. Ich habe riesig eingesteckt, Wunden, da ist Blut geflossen, Tränen, Schweiß, alles war dabei. Und diese Leidensfähigkeit versuchen auch in Bereiche reinzubringen und sich manchmal auch selber wirklich beim Schopf zu packen und sagen, ja, es tut jetzt weh, ich muss aber noch ein Stück weiter. Diese Grenze einfach zu verschieben, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und das hört sich wirklich so doof an, aber wir sind alle viel zu bequem und da nehme ich mich selber nicht raus. Es gibt oft auch Situationen, wo ich bequem bin, deswegen versuche ich mich immer mehr in Situationen reinzubringen, wo ich merke, ob du das jetzt willst, und genau wenn ich da bin, dann weiß ich schon, okay, da musst du lang, völlig egal. Ja. Du weißt es nicht, weil diese Unwissenheit sorgt dafür, dass du die Chance hast zu wachsen. Und das, wie gesagt, hätte ich mir zum Anfang, glaube ich, noch mehr gewünscht. Also für mich jetzt... Also meines Erachtens geht es darum, dass man früher erkennt, was die Stärken sind und diese Stärken. Absolut. Also und die Schwächen, weil normalerweise gibt es den Spruch ja Stärken, Schwächen. Sehe ich anders. Aber was heißt Schwächen? Schwächen, also wenn man das richtig, den Satz richtig versteht, heißt es dafür, dass man entweder die Schwächen gar nicht mehr macht und outsourced und sagt, jemand anders macht sie, oder wenn eine Schwäche einen schwächt und dieses Schwächen reduziert, heißt, man arbeitet ja schon dagegen. Das sind Leute, verstehen das manchmal falsch, diesen Satz. Also das heißt, eine Schwäche zu schwächen, heißt, besser zu werden in dieser Schwäche. Also es ist genau das, was du meintest. Also es ist bei vielen Leuten, es gibt für mich zwei Optionen. Entweder man hat eine Schwäche, zum Beispiel, ist nicht so stark redaktionell, lagert das aus. Das kann man machen. Aber wenn wir vom Mindset reden, von, sag ich mal, Einstellung, Motivation, Gefühlen und so Kernsachen, die einen Menschen ausmachen, da würde ich die Definition genau wie du sie betrachtest so sehen, dass man sagt, dass die Schwächen heißt, man arbeitet an ihnen, dass es keine Schwächen mehr sind. Dass das, was diese Schwäche einen runterzieht, weniger wird, bis hin zu, dass es eventuell zu einer Stärke wird. Also so, dass man diesen Perspektivwechsel hat. Um das vielleicht nochmal leichter begreiflich zu machen, wenn man beispielsweise jemand kritisiert, was man ja per se nicht machen sollte, aber natürlich irgendwann in seinem Leben mal vorkommt, dann sind das nur Unzulänglichkeiten, die man selbst hat. Ansonsten würde man sie nicht sehen. Das heißt, wenn jemand unordentlich ist, dann ist es nur deswegen geschuldet, dass man selber auch einen gewissen Hang zur Unordnung hat. Und wenn man sich das tatsächlich eingesteht und das einmal nachprüft, dann ist es viel einfacher. Das heißt, das Amüsanteste, und es gibt ja auch den Spruch, man soll sich, bevor man über andere redet, erstmal die eigene Nase fassen. Genau das ist der Punkt. Das heißt, bevor man Kritik äußert, guckt man sich selber an und dann muss man es gar nicht aussprechen. Dann wäre es besser, sich zurückzunehmen, das für sich selber gerade zu ziehen. Und dann kann man solche Dinge mit gutem Beispiel einfach vorleben. Und das ist einfach mein Thema, wo ich gesagt habe, ich will weniger quatschen. Ich meine, ich rede viel, aber ich mache auch doppelt so viel. Einfach weniger quatschen, mehr durch gutes Beispiel vorangehen und das sprechen lassen.
Ja. Jeder kann unglaublich viel erzählen, gerade jetzt mit Social Media. Es ist relativ leicht, große Reichweiten aufzubauen und alle erzählen denselben Kram. Aber wo sind denn die wirklichen Helden, die mit Beispiel vorangehen? Wo kann man sehen, die Leute ziehen das durch? Und das ist aus meiner Sicht das Wesentliche, wo sich jeder Mensch hinterfragen sollte. Bin ich ein Beispiel für mein Umfeld? Gucken die Leute in gewissen Dingen einfach zu mir auf? Und dann ergibt sich der Rest. Das geht nur durch Taten. Amen. Kann ich nur dahinter sagen. Es ist genau das, was ich mache. Es ist genau das, was ich tue. Es ist genau das, was ich predige. Es ist nämlich, das habe ich heute auf der Autofahrt auch gesagt. Ich kenne 99% der Menschen, die ich kenne, schaffen es eventuell, eine Situation zu analysieren. Also vielleicht nicht mal 99%. Dann entwickeln sie eventuell sogar noch einen Plan, wie man eventuell was umsetzen könnte, auch wenn er vielleicht nicht perfekt ist. Aber ganz viele lassen den Part der Durchführung, des Machens einfach aus. Und jeder Künstler, der wirklich Künstler ist, weiß ganz genau, man fängt an und dann entsteht das Bild. Man fängt an und dann entsteht das Stück. Das ist nicht, dass man eine Erleuchtung immer hat und man weiß genau sofort, was man dann zu tun hat. Nein, es ist einfach, man fängt an und aus der Tat an sich, aus dem Prozess des Schaffens und des Tuns, entsteht dann ein weiterer Prozess und es entstehen weitere Gedanken, die du davor nicht haben hattest können, weil du gar nicht gearbeitet hast. Und genauso ist es bei mir, wenn ich an Strategien für Marketing werft oder an den Konzepten für das Unternehmen arbeite oder wenn wir an Social Media Marketing Konzepten arbeiten für unsere Kunden. Da ist ganz klar, wir fangen an, besprechen die, werfen 50% über den Haufen, besprechen die, werfen 50% über den Haufen und wir sind an ein Produkt angekommen, was wir, wenn wir uns nur hingesetzt haben und nachgedacht hätten, niemals dahin gekommen wären, weil wir einfach angefangen haben zu tun und durch diesen Prozess sind wir einfach viel weiter gekommen als nur theoretisch zu arbeiten. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, Leute, das hat Raik wunderschön gesagt, das ist mega toll, kann ich nur unterstützen. Es ist interessant, wie viele Ähnlichkeiten wir in vielen Perspektiven haben. Du aus der Erfahrung schon mit den ganzen Unternehmen, mit denen du zusammengearbeitet hast und an dir selber. Und ich halt durch die letzten 2-3 Jahre als Visionär von der Marketingwerft. Mega interessant. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Sehr gerne. Und die geht dann alle zukünftigen Unternehmer, Millennials, wie wir sie alle nennen wollen, die eventuell, ich nenne sie auch die jungen Löwen, die Leute, die schon diesen Biss haben, aber noch nicht die Erfahrung, wie wir sie jetzt schon am Mann haben, um nach vorne zu gehen. Stell dir vor, es gibt eine Plakatwand, die von 1 Milliarde Menschen gesehen wird. Was würdest du draufschreiben? Es könnte ein Statement sein, es kann ein Satz sein. Was würdest du da draufhauen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt eine Botschaft? Es ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr gute Frage, vielen Dank dafür. Ich bin jetzt nicht ganz so bewandert darin, welche Sprachen hauptsächlich vertreten sind. Ich würde mich einmal kurz zurückziehen, würde gucken, was so die großen Weltsprachen sind. Chinesisch, etc. würde ich einmal alles nehmen. Und dann ist nur ein einziges Wort, was ich in diesen Sprachen dort drauf tun würde. Tun. Einfach tun. Du. Und tun steht im Deutschen, diese drei Buchstaben für Tag und Nacht. Das muss man nicht dahinter schreiben, das kann jeder für sich nehmen. Ja. Tun in den wichtigsten Sprachen der Welt, das wäre aus meiner Sicht das Wichtigste. Raik, wir wollten vorher ein High Five, jetzt gibt es von mir direkt hier ein High Five. Lass uns das einfach tun. Leute, das war ein richtig geiler Unternehmer-Podcast. Ihr müsst es auch einfach nur tun. Action vor Planung, zieht es durch. Hört Raik zu, er hat es gesagt. Disziplin, Durchhaltevermögen und Biss. Es wird wehtun, der Weg wird schmerzhaft. Aber das Durchschreiten von solchen Hürden ist das Essentielle auf dem Weg zum Wachstum. Unternehmerwachstum ist nicht so. Unternehmerwachstum ist Plateaus durchbrechen. Und wie Raik es gerade gesagt hat, 1 Milliarde Leuten in allen Sprachen der Welt, einfach tun. Vielen Dank. Sehr gerne.